Moin Leute, ich bin's der Mutter von den Denkstudes. Willkommen zurück bei meinem Let's Play von Stardew Valley. Zuallererst muss ich sagen, ich hatte aufgenommen, aber irgendwie wollte meine Festplatte nicht mehr. Und dann hat mir meine 4, 5, 6 Folgen irgendwie so total verhauen. Die konnte ich auch nicht wieder herstellen. Ja, leider. Das heißt, es fehlen jetzt halt ein paar Tage. Also vom Eierfest bis heute eben. Und deswegen wollte ich euch jetzt im Kurzlauf erzählen, was ich gemacht habe. Und in der Zwischenzeit gehe ich angeln, um einfach mal ein bisschen Kohle ranzuschaffen. Das Angeln werde ich natürlich später dann im Schnelldurchlauf laufen lassen, so dass ihr da nicht unnötig zuschauen müsst. Und ja, das ist so der Stand der Dinge jetzt gerade leider. Leider. So, fangen wir mal hier an. Hi Bob Ross. Oh. Das war ein richtiges Workout, hier den ganzen Weg herzulaufen. Ah, da ist die gute Jodie wohl ein bisschen außer Puste. Jedenfalls, ich bin gekommen, um dich zu fragen, ob du heute Abend mit uns essen möchtest. Du musst nicht. Aber wenn du dich entscheidest zu kommen, könntest du einen Großmundbarsch, ich glaube Bärs ist für, Barsch, mitbringen. Ja, richtig. Diese großen, schleimigen Fische vom See. Ich brauche einen für die Kasserolle, die ich mache. Okay, also, wir treffen uns so ungefähr um 7 Uhr abends bei mir und vergiss bitte den Großmundbarsch nicht. Tschü-tschü. Okay, also haben wir heute Abend auch ein kleines Date bei der Jodie und ihrer Familie. Und jetzt bekommen wir hier gerade auch noch von Clint eine Algensuppe zugeschickt, das Rezept. Hi. Ich verkaufe Hüte, okay? Komm zum alten, also uralten Haus. Poke. Bring Münzen. Hutmaus. Okay. Na, falscher Knopf. Da. Fischkasserolle. Okay. Genau. Des Weiteren habe ich in den letzten Folgen ein bisschen die Mine unsicher gemacht, dass ich mir 5 Kupferbarren besorgen kann. Und, naja, eigentlich mehr. Ich musste hier nämlich auch noch den Ofen bauen. Denn ich wollte jetzt dann demnächst mein erstes Werkzeug upgraden. Und dafür brauche ich Kupfer. Das habe ich jetzt auch schon besorgt. Und ja, so. Und die Angel habe ich auch neu. Gott, ist so viel passiert, Mann, Leute. Die Angel ist auch neu. Ja, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ups. Und das war's, glaube ich, eigentlich auch so, was ich erreicht habe, die letzten Folgen. Oh, schön, Kartoffeln. Ja, jedenfalls war das eben alles, was ich geschafft habe. Oh, die kann ich nicht gießen. Und wie gesagt, jetzt gleich geht's dann halt angeln. Das spule ich dann ein bisschen schnell vor, dass man da nicht unnötig zugucken muss. Und das war eigentlich dann auch die heutige Folge. Also ich werde jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde angeln in Echtzeit und euch das runterschrauben und das Video hier primär eigentlich als Infovideo für euch benutzen, dass ihr wisst, warum letztens, also am Dienstag, keine Folge online gekommen ist.
Also ich habe echt richtig abgekotzt, ganz ehrlich. Weil ich habe geprüft, ob die Folge halt fertig aufgenommen ist. War sie auch. Sie war auch einsehbar und alles. Und auf einmal, als ich sie bearbeiten wollte, meinte dann die Festplatte zu sagen, nö, ist jetzt doch nicht. Und ja, meine ganzen Folgen voll für den Arsch. Ja, aber daraus gelernt, dass ich die halt vielleicht doppelt sicher oder so. Einfach mal gucken. Weil das sollte echt nicht nochmal passieren. So. Jedenfalls das von der Seite aus. Oh, nicht gießen. Ja, hier sind ja auch noch ein paar Fische, die ich schon gefangen habe, die verkaufe ich jetzt dann heute, glaube ich. Ja, heute. Denn ich kann jetzt, dadurch, dass ich Level 5 bin, nehmen wir es eigentlich gerade mit, ups, 25% mehr, waren es 25? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja, an Geld mit Fischen einheimsen. Das ist nämlich auch noch passiert. Jetzt nur gucken, falls ich. Sie wollte, glaube ich, ein Big Mouse, oder? Oh. Ja, Big Mouse, okay. Dann kann der noch rein, der noch rein. Gut, dann auf den Weg angeln gehen. Natürlich zeige ich euch heute Abend auch das Essen mit Jody und Jodys Familie. Hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen. Also gibt's doch noch eine Kleinigkeit hinten am Schluss. Thank you.
So, Leute, dann schauen wir mal, wie das Essen so wird, würde ich sagen, oder? Oh, hi, Bob Ross, komm rein. Rieche ich etwa hier den frischen Fisch? Sam, könntest du bitte kommen und mir beim Essen helfen? Ja, Ma'am. Auf den Boden. Oh Gott. Wow. Schaut mal diesen qualitativ hochwertigen Barsch an, Bob Ross. Vielen, vielen lieben Dank für das Mitbringen. Ich habe voll auf den Boden gelegt. Bäh. Der knusprige Barsch war wirklich deliziös. Ich fühle mich fast wie ein Teil der Familie jetzt. Gut, dann jetzt ab nach Hause. Und das war es dann auch für diese Folge. Wie gesagt, es war einfach nur ein kleines Infovideo mit doch im Nachhinein etwas Geschichte sogar drinne. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich bin euer Mutter von den Denglisch-Dudes. Tschü tschü.